Nee, Unglück wollen wir den beiden ja nicht wünschen, ne? Howdy. Howdy. Gehört zu den Gästen? Ja. Ja. Super. Dann auf, habt ihr eine Fackel? Leider Nein. Gottes nicht, ne. Kein Problem, kriegt ihr. Super, dann los. Werden direkt empfangen. Ich bin schon wieder viel zu schnell für die Stadt, ne? Ja. Jetzt laufen wir über den schönen Rasen. Ja. Oh, ich wollte mir ja mal noch was anziehen. Was wolltest du dir denn noch anziehen? Ja, wieder mein. Ach so. Oberteil. Wo ist er hin? Ich weiß nicht. Der ist so klein, der versteckt sich wahrscheinlich hinter dem Grashalm. Lass Eddie in Ruhe. Nein, Eddie ist ja ganz lieb. Sag mal, sind wir die Ersten oder was? Du flüsterst, glaube ich, kann das? Ich hab gesagt, nein, da stehen doch schon jede Menge. Was? Ach da. Ich habe die gerade wegen den Bäumen nicht gesehen, Entschuldigung. Howdy. Howdy. Grüße. Ich brauch Fackel, gib mir zwei Leute da eine Fackel. Ich hab nur noch eine Fackel, wer soll denn noch eine Fackel? Gib dem eine Fackel. Grüße. Howdy. Howdy. Wer soll jetzt eine Fackel kriegen? Ja, du mein. Schrei doch nicht so! Und das ja, der Große ist auch laut. Sonst hau ich dich mit meinem Stock. Oh, 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 oh. Wer soll jetzt eine Fackel kriegen? Das Beide. Bein, die vor dir stehen. Wer ist das denn? Das ist doch nicht. Ich bin Wörter Moor. Und Jim Callahan. Hallo, so. Mr. Callahan. Lange nicht gesehen. Das ist richtig. Hallo, Mr. Callahan. Hast du noch genug Fackeln, Johnny? Ich hab jetzt keine Fackel mehr, ich hab meine verteilt. Okay, dann geh ich mal hier hin. Wer braucht denn jetzt? Mr. Kellerhen und Mr. Ja. Beide noch eine Fackel, ich hab ja? eine. Ich hab noch keine, ja. Die Begleitung. Also Mr. Kellerhen braucht noch eine. Richtig, genau. Kadera weiß ich, ja, meine Güte. Ja, dann rinn in den Kreis, komm. Rinn in den Kreis. Junge, Junge. Hallo, ja, dankeschön. Na? Ich komm mal zu dir runter. So, oh, ich Johnny, ich guck dir mal die zwei Fackeln, die ich noch. Fehlen noch einfach mal hier so. Ja, Fackel so einreihen. Ich guck ja. dir die Fackel, damit du die weitergehen kannst. Ne? Ja, Fackel nicht. Muss man sich auch mal richtig hin. So, Fackel jetzt. Nicht lange. Und? Hat sich die Verlobung schon gesetzt? Ich glaube, Bird hat sich noch nicht ganz dran gewöhnt. Ja, ja. Hab ich. Alles klar. Nochmal herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Danke. Danke. Wer will sie jetzt rumfackeln? Fackeln ja schon alle. Du brauchst eine Fackel, wer bist denn du? Ich glaube, Mr. Kellerhan sich den ist wirklich richtig. Na, irgendwie nicht so richtig, ne? Rum. Also Fackel rum, meine ich. Ah! Nein, Fackel nicht lange. Wer ist auch rumfackeln? Ich gehe jetzt nochmal gucken, ob noch jemand da ist. Ich gerade, ja. Also eine Fackel habe ich jetzt noch, ne? Ja, okay. Und nochmal für alle, ich bin nicht rot. Es wurde so gewünscht von Braut und Bräutigam. Es sieht so aus. Ein bisschen weiter runter. Aber zerrst du auch einen ganz kleinen Schritt. Das war zu. Ich weiß, was du meinst. Jawohl! Ich glaube, das wird eine richtig schöne Hochzeit, Leute. Ich glaube, das wird richtig, richtig, richtig ja. schön. Nein. Das ist Anna. Genau. Oh, da vorne.
Ich weiß ja nicht, wie genau der Zeitplan hier eingehalten wird. War total toll. Das ist ja, um Gottes Willen, das geht vor. Hoppla. Ja, wenn du nicht mehr kannst, dann legst du dich wieder hin am besten. Eine Rede. Meine Rede. Ach Mann. Bitte nicht. Was hast du gesagt? Was hat er gesagt? Ich hab gesagt, ich hab genau das Gleiche gesagt. herzlichen Glühstrumpf. Ach Mann, dann habe ich ihn aber noch gar nicht gesehen. Angenehm, Sarah. Oder Cassidy. Sehr schön, endlich lerne ich mal das Gegenstück zu Ceres kennen. Recht groß. Ich habe gut gegessen. Eddie, schau mal, dass die ganzen Fackeln nochmal angezündet kriegen. Nicht, dass da irgendeine noch ausgehen sollte. Also eine Fackel hätte ich noch, ja? Ich habe auch noch ein paar. Ja, du stellst dich jetzt erstmal schön ja, hinter, ne? Hier unter dem Pavillon, ja? Ja, warte, dann gieße ich immer noch zwei Fackeln. Super. Ach nee, ist das schön, Leute. Ist das angenehm. Bin ich nervös, Mann. Warum krieg ich denn jetzt schon wieder Fackeln? Ja, damit, wenn noch wer kommt, hier du Fackeln verteilen kannst. Ich kann ja mehr da. Fackelt sie ab! Die lassen das bestimmt warten, mit Absicht. Ich hab sowas schon geahnt. Richtig, ist es noch besser. Ja, ich hab sowas geahnt. Die lassen uns mit Absicht warten. Ich hör nichts. Kommt denn noch nicht an? Nein, nicht dich! Dich hab ich nicht gemeint. Ja! Was ist das da? Halt mal meine Fackel! Ich hab gedacht, um halb geht's hier los. Ja, die Braut darf sich verspäten. Achso, die Braut darf das. Die Braut hat Eddie McLeods Darfschein. Ah! Ich bin schon mal dran gewöhnt, wie die Zukunft verlaufen wird. Ich hoffe, sie hat einen Darfschein, Eddie. Nein. Ja, es ist ja, richtig. Ich hätte da jetzt wieder was, aber ich halte die Klappe. So, na gut. Dann ja hoffentlich bald umkommen. Ich nehme jetzt auch meine Position hier ein. Nimm Position ein. Ich stelle mich neben den großen Mann. Warum nicht? Dann wirst du kleiner. Da auch mal was Interessantes. Eddie ist einfach so cool, ne? Pinkel mich ja nicht an. Eddie ist so cool. Ja, da komme ich total überraschend, das wusste ich nicht. Was hat du bist? Ja, danke schön. Unser kleiner County-eigener Kobold. Ich liebe ihn. Der Eine Kutsche ist schon mal ein gutes Zeichen. Das stimmt. Das sagen wir jetzt aber nicht. Was das ein gutes Zeichen ist? Nein, dass es die zweite Kutsche ist. Oh. Psst. Ja gut. Psst. Also, wollt ihr euch auch schon auf den Kuchen oder wie ich? Natürlich. Super. Das ist doch das Beste. Ja. Hehehe
Samstag mehr. Eddie, wir stehen nur aus Kuchen. Ja. Eddie besteht nur aus Kuchen. Ich bin knuffig. Also knuffig ist er, das ist richtig. Ich liebe ihn, Leute, ich liebe ihn einfach. Er ist so gut. Na, ich geh da vielleicht doch nochmal gucken. Also bei mir stehen sie alle vor dem Rand. Aber naja, die vor mir, die dein Verlobter steht, ja. Wo ist deine Verlobte? Ich probiere einfach mal. Direkt die Position verloren. Zurück in die Formation. Also. Sag mal, was ist denn da los, sag mal? Wieder, dann wird es auch schon irgendwie passen. Ja, perfekt. Wo soll denn der stattfinden? Hier in der Mitte? Ja, ich denke schon. Sehr gut. Das muss aber dann später wieder klappen, ne? Okay. Wenn die zurücklaufen. Nein. Hinter ihr nicht und hinter mir nicht. Ihr steht alle so eng beieinander. Verteilt euch mal ein bisschen. Ja, wir kuscheln. Uns ist zu kalt. Haben sich lieb, die kuscheln. Natürlich. Ceres kriegt von beiden Seiten Feuer. Und ein bisschen lauter reden, damit wir uns alle gegenseitig hören, nicht? Ich schrei schon. Ich brüll euch schon an. Ich meine die Herrschaft neben dir. Ja, ich habe gerade nicht gesprochen. Sei mal lauter. Ich glaube, die kommen jetzt. Bis da jetzt im Alter da rumsteht. Wäre natürlich cool gewesen, wenn jetzt Nacht wäre, ne? Würde mit dem ja, das stimmt, das stimmt. Hallo. Hallo. Jetzt geht's gleich los, Leute! Es geht gleich los! Die Braut kommt! Boah, das ist richtig schön gemacht, ohne Witz, Leute. Richtig schön gemacht. Liebe Gäste, herzlich willkommen. Liebe Gäste, ich habe eine kleine Ansprache vorbereitet für Sie, um auch für diejenigen, die Alice und Calvin noch nicht so lange kennen, ich sag mal, die kleine Hintergrundgeschichte der beiden zu erfahren. Das erste Aufeinandertreffen des Brautpaares begann mit einer kleinen Tragödie, denn die Braut erschoss das Pferd des Bräutigams im Auftrag des Staates.
Als Alice später ihren Dienst bei den Sheriffs quittierte und sich als Freigeist verwirklichen wollte, traf sie geschäftlich auf Calvin. Aus einer Geschäftsbeziehung wurde Freundschaft und aus Freundschaft wurde Liebe. Allerdings nicht auf beiden Seiten, sondern nur bei der lieben Alice. Oh. Als die beiden eines Tages mit ihren besten Freunden in unser schönes County gereist sind und geschäftlich von Null anfangen mussten, merkte auch Calvin schnell, dass Alice die Frau ist. Die, auf die er sich verlassen kann. Die, die er immer an seiner Seite haben will. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase und als er sich eingelebt hatte, machte Calvin Nägel mit Köpfen und beschloss, Alice einen Heiratsantrag zu machen. Alice, welche keinenfalls mit einem Heiratsantrag rechnete und kurz in Schockstarre sowie sprachlos war, holte kurz Luft und antwortete mit einem kurzen Ja. Am heutigen Tag wollen die beiden in den Bund der Ehe eingehen und ein Leben lang füreinander einstehen. Die Rechtsprechung versteht darunter, dass beide voneinander Treue, Achtung, Rücksicht, Beistand und Gemeinschaft verlangen können. Liebe Gäste, spitzen Sie Ihre Ohren, es folgen die Ehegelübde. Oh, selbstgeschriebene Ehegelübde, das ist cool. Calvin, du bist mein bester Freund und mein Mentor, mein Weggefährte und Vertrauter und auch meine größte Herausforderung. Aber am wichtigsten ist, du bist die Liebe meines Lebens und machst mich glücklicher, als ich es mir je ausgemalt hätte. Durch dich fühle ich mich geliebter, als ich es je gehofft hätte. Du hast mich zu einer besseren Person gemacht. Ich bin wirklich gesegnet, dich Teil meines Lebens nennen zu dürfen. Ein Leben, das heute zu unserem gemeinsamen Leben wird. Wegen dir lache ich, lächle ich, traue mich zu träumen. Überglücklich blicke ich in unsere gemeinsame Zukunft und darauf, den Rest meines Lebens mit dir verbringen zu dürfen. Ich will auf dich Acht geben und immer für dich da sein, was auch immer das Leben für uns bereithält. Ich, Alice, nehme dich, Calvin, zu meinem Partner, weil ich liebe, was ich von dir kenne und auf das vertraue, das ich noch nicht an dir kenne. Oh Gott! Ja, dann bin ich jetzt wohl dran. Alice, ich wähle dich für immer in meiner Welt zu stehen. In Freundschaft und in Liebe, in Stärke und in Schwäche. Lass uns in guten und in schlechten Zeiten miteinander teilen. Bei Herausforderungen und auch, wenn wir einmal scheitern. Ich werde dich wertschätzen und respektieren, egal was unser Leben bringen mag. Ich werde für immer dafür dankbar sein, dass wir beide einander gefunden haben. Ich bin überglücklich, weil ich eine Liebe gefunden habe, die wächst und stärker wird. Ich werde dich trösten, wenn du weinst und jedes Lächeln feiern, das dein Gesicht erhält. Ich verspreche, für immer für dich da zu sein, in guten und vor allem in schlechten Zeiten. Alice, ich liebe dich, bis in alle Ewigkeit. Vielen Dank. Bleiben Sie bitte einander zugeneigt. Calvin Candy, ich frage dich vor Gottes Angesicht. Nimmst du deine Braut Alice als deine Frau und versprichst du ihr, die Treue zu halten in guten und schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit und sie zu lieben, bis der Tod euch scheidet? Dann antworte mit Ja. Ja. Alice Davis, ich frage nun auch dich vor Gottes Angesicht. Nimmst du deinen Bräutigam Calvin als deinen Mann und versprichst du, ihm die Treue zu halten in guten und schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit und ihn zu lieben, bis der Tod euch scheidet? Dann antworte mit Ja. Ja. Dann dürfen sie sich küssen. Sehr schön. Applaus! Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Auf danke. Langanhaltende Zukunft. Dankeschön. Oh, ist richtig schön Wunsch gemacht. Das war richtig schön gemacht. Ja! Ja! Ussa! Okay, alles gut, ich hab's. Kires, grüße dich! Jetzt werden die Gläser gehoben. Wo ist unser Catering-Service? Wie geht's dir? Erstmal Kaffee und Kuchen, oder? Hey, danke. Oh, richtig schön gemacht. Danke.
Ja, oh, warte! Mann. Ja, Renner, geht vorbei. Herzlichen Glückwunsch, Max. Danke, Dankeschön. aber nicht so richtig. Aber nicht mit Zunge, Mann. Ja. Kennst du das doch? Ja. Hallo, Christian. Ja, danke schön. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr dabei seid. Jetzt wird erstmal was getrunken. Die Hochzeitstorte hab ich. Also seid alle nett zu mir. Wir sind alle nett. Du siehst heute richtig gut aus. Naja. Lass mir das. Erstmal das Brot. Mir geht's auch gut, danke. Ah, Johnny verteilt? Ja, sehr gut. Verteilst du den? Freut mich, dass du da bist. Johnny? Ich bin dabei, Mann. Okay. Ja, sollen wir uns nicht ein bisschen rüberstellen? Das erste Stück für dich. Ja, oh. Ihr müsst euch ein kleines bisschen also, verteilen. Ja. Also Sekt gibt's bei uns dann vorne, den könnt ihr bei uns dann abholen. Von mir und der Kollegin hier drüben. Hochzeitssekt, ein Trinken! So, ja, jetzt ein bisschen verteilen, das wäre ja einfacher. Machen wir. Einmal ein bisschen verteilen. Mensch, ihr seht alle so wahnsinnig toll aus. Super. Danke. Wie sollen wir uns denn... Danke. Dankeschön. Danke. Vogel. Ich glaube, wir werden es nicht übersehen können. Gibt's doch Feuerwerk! Das ist so fucking laut, Leute.